Darf man Essen mit ins Flugzeug nehmen? Ich habe es getestet. Mit dabei sind eine Wassermelone, eine Kokosnuss, eine Gurke, eine Pizza und ein Burger. Als erstes teste ich die Wassermelone. So, die Wassermelone hat es auch geschafft. Ich finde es mega, weil die wiegt ja fast 5 Kilogramm. Das heißt, man hat somit fast 5 Liter Flüssigkeit. Bei der Sicherheitskontrolle haben sie schon erstmal komisch geguckt und den Rucksack rausgezogen und mich gefragt, ob ich einen Fußball dabei habe. Und ich habe dann gesagt, nein, es ist eben eine Wassermelone. Und dann haben sie mich mitnehmen lassen. Weiter ging es mit einer Pizza. Die meisten denken ja, dass man keine Lebensmittel mitnehmen darf, aber man darf einfach nur keine Flüssigkeiten mitnehmen. Alles andere geht problemlos durch die Sicherheitskontrolle. Als nächstes habe ich es mit einer Kokosnuss probiert. Also ich bin immer noch völlig fasziniert, aber die Kokosnuss hat es auch dann ins Flugzeug geschafft. Danach habe ich es mit einer Gurke getestet. Die Gurke hat es auch geschafft. Ich finde es mega. Voll der gute Trick, um einfach mehr Wasser zu trinken, ohne Wasser mitnehmen zu müssen. Und last but not least, wir haben einen veganen Burger und Pommes. So, das ist problemlos durchgekommen. Viele denken ja, dass man keine Lebensmittel mit durch die Security nehmen darf, aber das geht, solange sie keine flüssigen Lebensmittel sind. Was sollen wir als nächstes testen? Folgt uns für mehr.